Was geht ab, meine Siegfighter Osrio? Und heute werden wir weitere Summons von mir sehen für LS Super Saiyan 4 Gogeta und vielleicht für Goku. Wir wissen es nicht, denn das wird folgendermaßen laufen, Freunde. Ihr seht schon, ich bin hier im dritten Multi. Ich würde euch gerne gleich die Multis von zuvor zeigen. Und dann weiß ich eben nicht, wie das Ganze ausgeht. Aber das Ganze ist ja noch hier, wenn ich das aufnehme, mit 380 Stunden live. Dementsprechend werde ich quasi, wenn ich immer auf Multis komme, die zusammensammeln und quasi auch für als Zombie-Video raushauen. Ich hoffe, das Ganze passt so. Dann würde ich aber auch sagen, wir gucken uns erstmal die zwei Multis von zuvor an und dann sehen wir uns gleich wieder hier im dritten Multi. Summons im Stream bei Nacht. Was hast du heute gezogen? Wir haben heute schon ein bisschen was gut gezogen. Was nennenswert war, auf jeden Fall, was wir zuvor gezogen haben, LR Gogeta und zweimal Thales in einem Multi. BD, das ist ja krank. Das ist ja krank. Aber jetzt haben wir noch quasi ein Multi. Guck mal, was hier abgeht. Wir haben auf jeden Fall einen Stream Crack oder haben wir zwei? Double Stream? Oh, okay, das ist ja krank. Schau mal, Freunde. Trash-Multi mit Ansage. Kann sein, kann wirklich sein. Double Crack war es leider nicht. Oh, genau den wollten wir. Ist nur der GSR? Ja, sieht so aus. Oh, Golden Freezer, lecker. Genau dies. So, JP wurde an der Stelle Platz 1. Wir haben Stones bekommen und ein bisschen viel mehr. Dementsprechend, die Vegeta-Friese sitzt. Wir sind bei Step 2 vom Durchlauf bei Vegeta. Und jetzt bin ich auch gespannt, was hier abgeht, ne? Ja, Zeit der Step, beziehungsweise Zeit der Mutti-Sam. Was heißt Zeit der Step? Zeit der Mutti-Sam. Was haben wir an der Achso. Ah. Diese Animation. Diese Animation, ich verstehe die einfach nicht. Einfach nichts, gar nichts. Weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Wenn jetzt ein Gott kommt, dann ist halt legit. Oh, okay. Ja, Super Saiyan 3. Ach, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Freund von Super Saiyan 3 Animation. Okay, wir fangen direkt an mit einem SSR, immerhin. Denn Super Saiyan 3, ich meine, wir wissen ja, wir bekommen ein GSSR auf jeden Fall. Und mit Super Saiyan 3, ja, wissen wir halt, dass es der ist. Kann natürlich mehr sein, so ist nicht, aber irgendwie fühlt es für mich Super Saiyan 3 immer so lame an. Was ich cool finden würde, wäre, wenn sie Super Saiyan 3 umändern bei Multis haben, dass es dir suggeriert, dass du mehr kriegst. Weil Goku gibt ja mindestens 3 oder mehr SSR und Super Saiyan 3 wäre geil, wenn es 2 oder mehr sind. Aber das sind die Dreams, das Scan. Oh, ich dachte gerade, Vegeta. Aber den nehme ich an. Ein Dupe für ihn sollte eine GSR sein und ja, perfekt. Sehr nice, sehr nice. Alles klar, und da sind wir zurück. Die zwei Multis von zuvor, die gingen. Der erste war nur GSR, zweite waren 2 SSR. Kann man mitnehmen, aber jetzt sollen wir mal sehen, was hier abgeht. Wir sind im dritten Multi, wir haben auf jeden Fall hier viele von der Crew am Start. Wow, 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 okay, ich dachte gerade, warte mal, habe ich irgendwas verpasst? Warum das Ganze so lange gedauert hat? Ich dachte, ich bekomme gleich eine super Vegeta-Animation, aber Vegeta war da nicht mit am Start. Jedenfalls gucken wir uns das Ganze an, wie es hier abläuft. Wir haben hier an der Stelle erstmal SR Trunks, Muten Roshi, Krillin. Okay, 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 also. Trunks. Den Trunks sind überhalten, habe ich oft gesagt. SR Trunks, ihr werdet ihn wahrscheinlich auch oft aus den Tickets ziehen. Er gibt einfach jeden Verbündeten Key Booster Attack mit 30%. Da ist er auch schon wieder. Bitte nicht. Schon wieder nur GSSR. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum? Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ey, es ist schon ein bisschen bitter, um echt zu sein. Da waren die Coins hier an der Stelle. Okay, okay, ich meine, so ist es eigentlich üblicherweise, man kennt's. Wir haben hier 5% Rate aufgeteilt für 10 Charaktere, die featured sind. Aber, bitte, das sind so geile Charaktere. Lass uns bitte, bitte mehr als den GS erzielen. Wir haben jetzt den Gratis-Multi. Bei dem Gratis-Multi gibt es keine Red Coins, sondern nur Coins bekommt ihr nur, wenn ihr quasi mit Stones summons. Okay, okay. Die Animation, die kann mir auch irgendwie nicht weiterhelfen. Aber wir gucken uns das Ganze mal, wie jetzt gleich abläuft. Und, ja, ich weiß nicht, Freunde. Super Saiyan God. Oh, kein Super Saiyan God, leider. Ihr habt es im ersten Sum-Video gesehen. Falls nicht, könnt ihr euch gerne abchecken, auf jeden Fall. Da sind wir auch, haben wir auch gut gesummoned. Am Anfang war tote Hose. Und dann ging es auf einmal ab. Und hier ist gerade auch irgendwie, ist gerade wieder die tote Hose-Phase. Tarbel, bringst du mir deinen Bruder? Bringst du mir deinen Vater? Oder geht dir gerade heute gar nichts mehr? Es ist bitte, nein.
nicht wieder nur der GSSR. Das ist bitter. Aber jetzt überlegt mal, es würde keine GSSR geben. Also, legit überlegt mal. Ja, ja, Krillin. Überlegt mal, der GS ist auch noch featured oder was? Unglaublich. Oh, ne, der ist nicht featured. Der ist im Vegeta-Banner nicht featured, oder? Der ist im Goku-Banner featured. Aber kommt ihr dann trotzdem nicht featured Slots? Der hat sich verlaufen im Banner. Der hat sich legit im Banner verlaufen. Kann das sein? Ja, krass. Ja, Freunde. So kann es auch laufen. Ist im Endeffekt immer ein Gacha-Game. Es gibt Zeiten, da läuft es gut, da läuft es schlecht. Ich hoffe aber, die meiste Zeit läuft es bei den meisten von euch gut. Und wir haben hier Trunks und Yamcha. Gucken wir uns das Ganze mal an. Vorerst zu dem, quasi bei der Aufnahme, wenn ich das Ganze aufnehme, das ist der letzte Multi. Aber wie gesagt, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Nur Super Saiyan God. Super Saiyan God. Ja, nur Super Saiyan God wäre geil, aber nur Super Saiyan 1. Ja, die Tage werde ich sicherlich auch noch auf ein, zwei weitere Multis kommen. Dementsprechend bin ich auch drauf gespannt. Oder, oh, bin ich auch drauf gespannt zu sehen, wie das ganze Video seinen Lauf nehmen wird. Weil hier haben wir jetzt erstmal die tote Phase und dann quasi, ob es, ja, ob die Phase später besser wird mit den Summons. Aber vorerst sollte es gewesen sein, denke ich, schätze ich. Okay, ah, oh, wieder. Oh, Mann. Okay, es war nicht wieder der GSR. Aber die SR von sofort. Kein Featured SR. Das ist so Müll, wenn man kein Featured SR zieht. Das ist, oh Mann. A few moments later. So, Freunde, und wir sind wieder zurück. Die letzten Summons, die waren ja mal totaler Müll. Die waren ja mal totaler Garbage. Deswegen dachte ich mir, heute ziehe ich mal unser Super Saiyan 4 Pullover an. Das haben wir so deklariert einfach im Stream. Ich hoffe, es bringt Glück. Vegeta, guck nicht so böse, Vegeta. Komm, guck nicht so böse. Komm einfach. Komm jetzt hier einfach her. Und dann gucken wir uns mal das Ganze mal an. Heißt, wir können hier nochmal. Haben wir nochmal drei Multis? Hätten dann somit bis jetzt zwei weitere Durchläufe mitgenommen. Gucken wir uns das Ganze mal, wie das Ganze läuft. Und zwar, wenn wir jetzt mal das ganze Video aufdrehen können. Ja, Super Saiyan God, genau das. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Mindestens drei haben wir. Der ist featured, okay. Den nehmen wir an, aber ein anderer Feature wäre natürlich geil. C17! Oh mein Gott! Ich habe den gar nicht erkannt. Ich dachte, wer ist das? C17 habe ich nicht auf JP. Sehr schön. Zwei Features hatten wir. Okay, die ist auf jeden Fall geiler als die zuvor. Zwei Features hatten wir. Oh mein Gott, sehr schön. Das war cool. Das war cool. C17 hatte ich legit nicht. Den nehme ich sowas von an. Den nehme ich sowas von an, C17. Gut, GSC haben wir jetzt noch. GSC ist ja... Oh, wow. Okay, die Silhouette ist jetzt auch gar nicht auf dem Pegel. Okay, warte mal, das... Oh, das war cool, das war cool. C17 hatte ich nicht. Das war sehr, sehr schön. Das war, ey, unerwartet, total unerwartet. Auch vergessen, weil ich quasi noch drin war in dem Banner, aber ja. Oh my, yeah. Weiter geht's. Und zwar haben wir jetzt... Okay, einen Dokkan-exklusiven Charakter haben wir, Freunde. Einen Dokkan-exklusiven Charakter. Freunde, wenn ihr daran glaubt, dass es jetzt Vegeta ist, Hashtag Vegeta. Hashtag SSJ4 Vegeta, wenn ihr jetzt daran glaubt, das ist LR. Boah, ich meine, wir haben einen Dokkan-exklusiven Charakter. Die Dokkan-exklusiven Charakter in diesem Banner sind sehr gut. Wenn es Vegeta ist, umso brutaler natürlich. Aber merkt schon, ich hab direkt nach den Trash-Multis meinen Pullover ausgepackt. Unser Super Saiyan 4 Hartz-IV Cosplay. Und schon wurde unser Glück erhöht. Aber ist es der richtige? Komm schon. Komm mit sie, bitte. SJ4? Vegeta! Freezer! Okay, nehme ich an. Er ist krank. Zeit nur die für meinen Freezer. Der ist gut. Den nehmen wir auf jeden Fall an. Okay, schade. Aber merke ich schon. The Cosplays. Okay, gut, den nehme ich auf jeden Fall an. Dazu sage ich nicht nein. Okay, Freunde. Dann würde ich aber sagen, wir kommen vorerst zum letzten Multi. Letzter Durchlauf für das heutige Video. Wir versammeln noch unsere Kräfte und gucken mal, was jetzt abgeht. Aber merke, ey, das... Manchmal denke ich mir echt, das kann doch nicht sein, dass ein Game so trollen kann, okay? Vegeta. Da ziehen wir... Das ist wirklich gerade ähnlich wie... Wir haben noch einen Dokkan-exklusiven. Es ist wirklich genau ähnlich wie beim ersten Summon-Video, als sie nur Trash gezogen haben. Dann haben wir unser Cosplay ausgepackt
dass ihr mir gesagt habt quasi, weil ich hatte das gar nicht auf dem Schirm im Stream selbst. Ich hab gesagt, ey Freunde, wie soll ich Cosplay auspacken? Ich habe kein Fell oder so. Ihr habt gesagt, hast du keinen roten Pulli? Ausgepackt und dann haben wir da Lego Greta gezogen im ersten Video. Was wird es in diesem Video sein? Einen Dokken X-Sin haben wir. Oh, ich warte die ganze Zeit auf die Silhouette. Komm schon, komm schon. Das ist nicht die Silhouette. Nein, 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 nein. Nicht von dem Dokkan Exklusiven. Auch nicht. Auch nicht. Ist es der GSR? Ist es, glaube ich, der GSR? Oh. Her damit. Oh. Ja! Ja! Ja, Mann! Oh, noch ein GSR, Freunde. Das muss der GSSR sein. Oh mein Gott, das kann's doch nicht sein. Tut mir leid, dass ich so ausraste oder dass ich gerade so ausgerastet bin. Aber ich dachte, C17 wäre der letzte. Ich habe mit keinem weiteren gerechnet. Ich dachte, C17 wäre der letzte. Und dann kommt noch er hier. Freunde, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Mir fehlen die Worte, mir fehlen die Worte. Der Ablauf war einfach ähnlich, wirklich. Erstes haben wir nur Trash gezogen. Dann haben wir einfach mal das ausgepackt. Dann haben wir Ele Gritter gezogen, jetzt ziehen wir Ele Vegito. Und das war auch im allerletzten. Freunde, was soll ich jetzt sagen? Was mir zu bleiben? Was mir zu... Tut mir leid, ich kann echt nicht mehr reden, aber was mir zu sagen bleibt, ist einfach nur... Vielen lieben Dank für den ganzen Support in der letzten Zeit. Wir gehen wirklich sehr, sehr steil. Ich weiß wirklich sehr, sehr zu schätzen. Alleine kann man sowas nicht schaukeln. Danke dafür, dass ihr immer mitmacht, mitfiebert. Vielen Dank dafür, Freunde. Ich wünsche euch auch wirklich sehr, sehr viel Glück, falls ihr noch weiter zusammen werdet. Wir sind hier gut reingegangen bei Vegeta. Wir sind hier sehr gut reingegangen. Wir sind, glaube ich, bei Vegeta allein nur mit 600 Stones. Ich weiß, wie es weitergehen wird. Ihr merkt schon, ich habe noch ein bisschen viel Zeit. So ist nicht. Aber vorerst machen wir erstmal hier. Ich weiß nicht. Ich denke, die Tage werden wir auf jeden Fall noch gut Stones bekommen. So ist nicht, denn das Anniversary hat gerade erst angefangen. Ob ich noch auf Goku gehen werde oder nicht, darauf wollte ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus, Freunde, damals weiß ich noch nicht, kann ich euch nichts versprechen, aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man, bro, don't you cry.